Er war eingeschüchtert davon, dass Junge beeindruckt, ja, wie ein Zombie alles überlebt hat und immer weiter nach vorne gelaufen ist. Wo ich dann hochgekommen bin, ist er hinten reingeschlupft, hat versucht mich zu finishen, aber lieber sterbe ich, bevor ich abklopf. Junge versucht aufzustehen! Das gibt es hier! Das gibt es hier! Das ist ja nur mit 10! Wir sind bei Octagon 44 in der Rudolf-Weber-Arena, ausverkaufte Kulisse. Wir nehmen euch mit, wie immer, Backstage, holen uns Stimmen der Fighter und zeigen euch natürlich auch Ausschnitte der Fights. Also in diesem Sinne, bleibt dran, genießt die Show und let's go! Durch deinen Ausfall trotzdem eine sehr spektakuläre Fightcard, auf die wir heute blicken. Octagon 44 im Main Event, ESN-Athlet Alex Popek, der nach dem Titel greifen wird. Was hältst du davon? Ja. Womit rechnest du? Ich hoffe, dass es gewinnen wird, allein für Deutschland. Das ist ja natürlich dann nochmal jemand anders, der vielleicht sein Umfeld mit reinziehen kann oder wie auch immer. Und ich denke, dass er es auch machen wird. Auch die anderen drei Kämpfer noch hier aus Deutschland. Genau, das große Millionenturnier natürlich. Und der Weg ins Halbfinale ist ja offen für eben Christian Jungwirt und für Mo Grabinski. Ja, auf jeden Fall. Für mich habe ich jetzt vor kurzem auch im Interview gesagt, Mo Grabinski ist für mich der absolute Favorit in dem Turnier, muss man sagen, nach seiner Leistung von dem letzten Kampf. Wo ich auch nicht so mit gerechnet habe. Ich hätte gesagt, das ist ein schwerer Kampf, aber er hat es super gemacht. Und von daher drücke ich ihm die Daumen, wie allen anderen deutschen Kämpfern natürlich auch. Es wird ein schwerer Kampf, auf jeden Fall, aber Christian ist ja einer, der eigentlich nur den Vorwärtsgang kennt, ist stabil und deswegen, da sage ich 50-50. Abschlussfrage, bevor ich dich gehen lasse, was bringt die Zukunft für dich, was für einen Gegner hast du so ein bisschen im Auge? Gibt es überhaupt jemanden, wo du sagen würdest, da hättest du richtig Bock drauf oder guckst du, was kommt? Ich würde, wenn ich was zu entscheiden hätte, würde ich auf jeden Fall Primera wieder nehmen. Ne, ist ein guter Kämpfer, jeder hat viele Kämpfe bei Octagon, hat gegen Jungwirt gekämpft und so Sachen, da kann man vielleicht was aufbauen auch in Zukunft. Kerim Engizek, Islam Dulatov, schön euch hier zu sehen. Man hat vor kurzem gelesen und ich denke, die MMA-Szene hat sich riesig gefreut, dass ihr unterschrieben habt mit Octagon. Ich fange bei dir an, wie kam es dazu und wie happy bist du? Ja, ich bin sehr happy darüber, weil im Endeffekt gibt es ja gerade nichts anderes außer Octagon, ne? Also NFC. Ich meine, da läuft es gerade nicht so, wie es laufen sollte, wie ich es mir vorgestellt hatte. Deswegen bin ich jetzt gewechselt zu Octagon, weil man sieht, ne, die letzten zwei, drei Veranstaltungen, die in Deutschland gemacht haben, haben gezeigt, dass Octagon auf einem ganz anderen Niveau ist als alle anderen Organisationen in Deutschland und auf jeden Fall in Europa bei den ganz Großen mitspielen kann. Und deshalb haben wir uns für Octagon entschieden. Und ich bin sehr happy darüber, weil ich weiß, dass es hier ein paar gute Namen gibt, die international auch bekannt sind. Und wenn ich denen erstmal auf die Fresse gehauen habe und gezeigt habe, dass die auch nichts sind, wenn die mit mir im Käfig stehen, dann wird auch die ganze Welt mein Gesicht kennen. Das ist mal eine ordentliche Ansage zum Thema europaweit und große Namen. Das ist ja auch ein Thema bei dir gewesen. Du hast ja die UFC angepeilt. Genau. Du hast immer gesagt, in Deutschland gibt es keinen, der dich reizt. Jetzt das Thema Octagon. Auf jeden Fall, schau dir das einfach nur an. Da ist alles genug gesagt. Ne? Siehst ja, wie die organisiert sind. Das ist ganz, ganz anderes Niveau. Und ich habe da zwar öfter im Interview erwähnt, dass ich nicht mehr in Deutschland kämpfe. Aber um euch, den Supportern und Fans, was zu bieten, um mir meine Pause, dass sie nicht zu lang ist, habe ich mich dazu entschieden, bei Octagon zu unterschreiben. Aber ich habe eine super Klausel drin, falls die UFC kommt, dass ich direkt aus Octagon, dass ich direkt aus dem Vertrag raus bin. Und ich habe letzte Woche endlich nach 10 Jahren mein Visum für Amerika bekommen. Ja, das war ein harter Kampf bis dahin. Aber wie gesagt, ich habe richtig Bock, hier zu kämpfen. Und der nächste Kampf wird definitiv, hoffe ich mal, in Frankfurt sein, in der Festhalle, mit Islam und Christian zusammen. Das wird Ausnahmezustand. Also ich habe jetzt schon richtig Bock, wenn ich das hier sehe, habe ich jetzt schon Bock zu kämpfen. Abschlussfrage, Gewichtsklasse, wo willst du bleiben? Egal, 84, 77, it doesn't matter. Nein, das spielt keine Rolle. Also ich kann beide Gewichtsklassen kämpfen. Ich habe jetzt zurzeit 90 Kilo, ich kann auch auf 77, 84, wenn ich mal Bock habe, hole ich mir schnell den Gürtel. Und der ist nicht schlecht, der Cosma, ich habe ihn im Kämpfen sehen. Aber ich denke nicht, dass der jetzt so mein Niveau ist. Aber sehr ernstzunehmender Gegner auf jeden Fall, sehr zäher und erfahrener Gegner. Wie gesagt, gegen den vielleicht mal was, mal gucken, was die Zukunft sagt. Gleiche Frage natürlich auch an dich, die Gewichtsklasse. Und du kennst ja, es gibt ja immer viele Kommentare, die dann sagen, du hast noch nicht wirklich gekämpft, also Leute auf deinem Niveau. Glaubst du, das ändert sich bei Octagon? Nach wie vor gibt es vielleicht in den Top 10, also bei Octagon gibt es vielleicht zwei, wo ich sagen würde, die sind so stark.
dass man die zu den Top-Leuten zählen kann. Das wären einmal dieser Cosmo und der Kaik Brico, oder Brito, wie der heißt. Abgesehen von Kerem jetzt, ne, weil mit dem werde ich eh nicht kämpfen. So. Aber diese zwei sind auf jeden Fall zwei, wo ich sage, die sind auf Top-Niveau und dass die auf jeden Fall gute Gegner für mich wären. So. Also ich will auf jeden Fall, wenn ich schon starte, direkt bei der Top 5 starten, dass ich dann direkt mich zu dem Titel hochkämpfe. Das heißt, ich will jetzt nicht irgendwie bei der Top 15 oder irgendein No-Name kämpfen oder sonst was. Ich will schon direkt bei der Top 5 ansetzen und dann mich da hocharbeiten. Direkt. Eine Sache, die du gesagt hast, die mich beeindruckt hat, ist, es wird ja mal viel spekuliert und geredet und Prognosen abgegeben und der eine ist UFC erfahren etc. Und du hast gesagt, das sind genau die Gegner, die will ich haben. Genau, von den Gegnern habe ich geträumt. Von solchen Gegnern habe ich geträumt, zu meiner Anfangszeit und ja, jetzt ist es soweit. Wie geht's dir denn jetzt so, ich sag mal, eine Stunde vor dem Fight geschätzt, wie gehst du mit der Anspannung um, wohl wissend, dass es die große Chance ist, dann im Halbfinale anzukommen mit einem guten Erfolg heute? Ich gehe relativ entspannt an die Sache ran. Es bringt ja nichts, sich vorher den Kopf zu zerbrechen. Und ja, umso entspannter ich bin, umso besser für mich. Bojan Velikovic, ein erfahrener Mann, der dir gegenübersteht. Willst du uns so ein bisschen andeuten, worauf du dich vorbereitet hast und womit du rechnest dann im Cage? Also rechnen tue ich mit allem von ihm. Und wir sind gut eingestellt auf ihn, wissen seine Stärken, seine Schwächen. Und ja, und den Rest sehen wir dann einfach im Ring. Wenn alles perfekt läuft, du als Fighter blickst ja, denke ich mal, voraus und träumst so ein bisschen teilweise davon, schätze ich jedenfalls. Wie soll es laufen, wenn du entscheiden könntest? Natürlich mit einem Sieg für mich. Und dafür werde ich alles tun, um als Sieger aus dem Cage zu kommen. Wir haben Chris gesehen, der sich gerade vorbereitet. Die Hände werden bandagiert. Er scheint mental sehr gut drauf. Ich frage dich nochmal, wie war denn die Stimmung so, ich sag mal, die letzten Tage, wenn du ihn so beobachtet hast im Vergleich zu heute und womit können wir gleich rechnen? Also er war sehr entspannt. Das ist im Vergleich zu den anderen Kämpfen ein bisschen ein Unterschied gewesen jetzt. Ja. Und ich nehme an, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir uns mal 3 Monate vernünftig vorbereiten konnten. Ne. Wie das ausgeht, weiß ich. Für mich ist es ein 50-50-Ding. Ne? Aber ich hoffe natürlich, klar, dass der Chris es packt. Ne? Logisch, selbstverständlich. Ne? Ich denke mal, auch so ziemlich jeder, der jetzt zuschaut, drückt fleißig die Daumen. Ist das vielleicht so ein bisschen wie in der Schule, wenn man sich das vorstellt, dass wenn man sich sehr gut darauf vorbereitet, man umso entspannter reingeht im Vergleich zu diese Short-Notice-Geschichten, die er gerne macht? Wenn ich richtig gelernt habe, dann gehe ich entspannter in die Prüfung rein, wie wenn ich so. Ne? Und dann habe ich vielleicht auch mal eine Chance, eine 1 zu schreiben. Und das, denke ich mal, ist heute notwendig. Was du abgeliefert hast, meine Herren, Hut ab. Wie hast du es erlebt erstmal? Erstmal scheiße. Niederlage fühlt sich scheiße an. Ich wollte unbedingt ins Halbfinale kommen. Aber er hat mich erste Runde dann gut kontrolliert. Ja, war ein bisschen dann rutschig. Bin auch nicht richtig hochgekommen. Wo ich dann hochgekommen bin, ist er hinten reingeschlupft. Hat versucht mich zu finishen, aber lieber sterbe ich, bevor ich abklopfe. Ja, war schon kurz davor, wirklich. Also nicht abzuklopfen, aber ohnmächtig zu werden. Aber ja gut. Das war ja unglaublich. Der saß so tief und du bist einfach aufgestanden, hast versucht, die Beine zu lösen, hast du tatsächlich geschafft, ihn runtergeworfen und dann auch noch wieder on top mit Action. Ja, natürlich. Kennst meinen Style. Heute war einer dieser Momente, den man, glaube ich, als Fan richtig genießen konnte. Ich glaube, du wirst es auch genießen, wenn du es später oder die Tage nochmal schaust. Manchmal muss man, glaube ich, nicht gewinnen, um als Sieger aus dem Cage zu gehen. Trotzdem, Niederlage ist scheiße. Niederlage ist Niederlage und es gibt nichts Schlimmeres. Und ja, wir werden weiter hart daran arbeiten, um besser zu werden, jeden Tag. Und sind wir auf einem guten Weg. Ja. Lass uns nochmal durch die ganz heißen Szenen gehen. Also einmal dieser Rear Naked Choke, der immer enger schien. Es sah so aus, als ob du am Boden eigentlich nicht mehr rauskommst. Was ging dir da durch den Kopf und wie hast du es geschafft, da nochmal aufzustehen? Ich habe mir gesagt,
Oder lieber sterbe ich, bevor du mich abtappst oder zum Schlafen bringst. Und dann habe ich mich nur rausgekämpft. Ja, jetzt nichts. Ist mir jetzt rausgerutscht. Bojan ist ein Pferd. Als Eigenmotivation ja, sozusagen. Genau. Am Ende, Runde 3, hast du nochmal so hart aufgedreht. Du wusstest wahrscheinlich, du musst das Ding beenden vorzeitig. Ich musste All-In gehen dann, ja. Hab's versucht, aber hat leider nicht geklappt. Wie geht's erstmal für dich weiter? Absacken, damit klarkommen, das Ganze anschauen und dann neu angreifen? Oder was schätzt du? So würde ich dich jedenfalls einschätzen. Ja. Aber wir haben jetzt in Bopfing, in 2 Wochen haben wir eine Messe, eine IPF-Messe bei uns. Und da ist 5 Tage lang Arbeiten angesagt am Grill. Und du weißt doch, der härteste Grillmeister Deutschlands muss seine Cevapcici grillen. Und und das steht jetzt erstmal an und danach geht's gleich wieder ins Training. Ich trainiere schon auch jetzt dazwischen, aber jetzt ein bisschen Luft rausnehmen, klar, natürlich. Chris, mega Leistung, Hut ab, ruh dich erstmal aus und Gratulation zu einem Mega-Fight. Dankeschön. I think this was the fight of the night, man. Action back and forth, how did you see it? Well, I asked the owner if we're gonna get a bonus. He said it's gonna be hard tonight because there was a couple of crazy finishes. But yeah, absolutely amazing what he's able to go through and like how big of a fighter and a warrior he is. It's really impressive. Were you impressed in the third round, especially when he tried to get you to throw the kitchen sink and so on? Every round he brought something impressive. In the first round, I never had a tighter rear naked choke on someone, and he was able to survive it. Not just like usually people would not tap, but they would pass out. But he was impressive in the first round. A triangle too. In a second, he was able to go through crazy things, and then the cut, it was so big. It was splashing blood all over me. I had blood everywhere, but he showed what big of a warrior and what impressive man he is. So hats off to him. If there is a bonus, you and Christian definitely deserve it. I could not agree more with you, my friend. Thank you. Paavo Langer, dein Gegner, es geht ja um den Titel, Interimstitel im Halbschwergewicht. Wie wichtig ist dieser Kampf für dich und was schätzt du oder was hältst du von deinem Gegner? Sehr tougher, zäher Gegner. Skilltechnisch bin ich definitiv besser. So sehe ich das auf jeden Fall. Trotzdem ist mit dem MMA-Kampf natürlich immer wild, ja, kann alles passieren. Aber ich sehe mich auch selbst als Favorit. Und dieser Kampf ist der wichtigste Kampf meiner Karriere auf jeden Fall. 5 Runden, das ist ja auch mal so ein großes Thema, besonders in puncto Kondition. Wie ist es da bei dir aufgestellt? Ja, ich bin topfit und wir sind auf 5 Runden auch eingestellt. Ich frage jetzt einmal nur kurz vorab, du hast ja schon den Namen in den Raum geworfen, dass wenn du heute gewinnen solltest, wenn du den Titel trägst, du direkt schon den Titelträger sozusagen dir dann auch nochmal schnappen wirst. Ja, das wurde immer von den Medien gefragt, aber wenn es dazu kommt, dann ja, werde ich mir auch Wemole holen. Kampf. Lange hat eine gute Strategie gehabt, war tough. Ich habe ihn auch ein paar Mal angeschlagen, glaube ich. Hat er stehen geblieben und diese Bodyshots hat er gut gemacht, hat mir ein bisschen die Luft weggenommen. Du hast ihn in Runde 2 und 3 hart angeklingelt, sehr, sehr hart. Er hat gewackelt. Was hast du in dem Moment gedacht? Einfach weitermachen, gleich. Schauen, wo er offen ist. Aber der war sehr tough. Der hat sehr oft gewackelt, ich glaube 5-6 Mal, aber. Ja, ist einfach stehen geblieben. Hast du das Gefühl gehabt, dass du da den Finish holen musst, dass du da quasi Vollgas geben musst, um ihn zu finishen? Was war dein Knackpunkt? Warum hat das nicht geklappt? Ja, wie schon gesagt, diese Bodyshots haben mir richtig Luft genommen und die Möglichkeit, weiter Druck nach vorne zu machen. Das war der entscheidende Punkt. Als es dann am Ende in Runde 4 und 5 ging und der ab und an es geschafft hat, dich runterzuholen, hast du da schon gewusst, jetzt könnte es wahrscheinlich eng werden auf den Punktrichterkarten? Ja, vor allem der letzte Takedown natürlich. Und
schwer dann da noch hochzukommen. Ja. Die Veranstaltung ging gerade zu Ende. Gerade haben wir den Gewinner, den neuen Interim Champion, noch im Cage. Gib uns dein Fazit zum Main Event. Ja, sehr enger Kampf. Interessanter Kampf auf jeden Fall. Sehr strategisch beide vorgegangen. Lange hat einen sehr unkonventionellen Striking-Stil, aber hat ihm zum Körper ein paar Mal mit dieser unorthodoxen Art gut getroffen. Und Popek hat eine schöne Takedown-Defense auf jeden Fall gehabt. Also ich hätte, wenn ich Langer trainiert hätte, auf jeden Fall gesagt, ey, wirf Popek, kontrolliere ihn am Boden. Aber Popek hat seine Hausaufgaben gemacht, hat es perfekt umgesetzt. Ich finde, dass Popek mehr Schaden generiert hat. Es ist eine super enge Kiste, kann man in beide Richtungen geben, aber geiler Kampf. Das hat man im Vorfeld ja auch gedacht, sollte Langer oben drauf liegen, dann wird es eng für Popek. Das hat er gut gemacht, aber besonders in Runde 2 und 3, da wurde Langer zum Wackeln gebracht. Er hat ihn fast gefinisht. War das ein Fehler, da nicht hinterher zu gehen? Ja, es ist natürlich immer dieser Shoot auch die Gefahr. Und Langer hat ja auch mitgeschwungen in dem Moment. Ich glaube, er hat einfach versucht, keine überstürzten Dinge oder blöden Fehler zu machen. Und das hat ihn eventuell dann den Kampf gekostet, weil Langer war ein paar Mal angeschlagen und man hat bei Langer auch gemerkt, dass er sehr viel damit beschäftigt ist, dass sein Bein lädiert ist, wenn er hart getroffen worden ist. Also das ist auf jeden Fall ein Gegner, wo man Schaden generieren muss, um, wie gesagt, ja, diesen Mental Takeover zu machen. Und diese Calf Kicks, die du angesprochen hast, in den ersten Runden hat es übelst gesessen, man hat das Bein gesehen und dann ist Popek davon weggegangen. Ja, leider. Also er hätte eigentlich nach jeder Faustkombination mit dem Low-Kick abschließen können und wäre dabei geblieben, hätte er ihm auf jeden Fall komplett seine Mobilität genommen und ich denke, dann hätte er den Kampf auch vorzeitig beenden können. Eine etwas harte Nacht für deutsches MMA, wenn ich das so sagen kann. Die letzten drei Fights jedenfalls, die Main-Dinger. Christian Jung wird leider verloren, Mo Grabinski verloren, Alex Popek jetzt leider verloren. Trotzdem, gib uns dein Fazit nochmal zu den Viertelfinal-Fights, die ja unglaublich spektakulär waren. Besonders Jungwirth hat hier die Hütte abgeschossen. Ja, absolut. Absolute Entertainment-Fights. Gerade Jungwirth. Krasses Matchup, aber ich wusste, dass Velikovic und Jungwirth auf jeden Fall ein explosives Matchup sind und dass Jungwirth halt einfach nach vorne laufen wird und alles absorbieren wird, egal was kommt. Ist in der ersten Runde, glaube ich, am Tempel getroffen worden oben. Kurz gewackelt. Ja, hat gewackelt, aber alleine wie er den Rear Naked Choke überlebt hat. Der saß so eng. Ja, also Velikovic hat mir Backstage gesagt, er hat noch nie so einen engen Rear Naked Choke gebracht und dass da einer rauskommt. Ja, also man hat auch gesehen, Velikovic hat später dann keinen Schaden mehr generiert, weil er hat halt einfach, er war eingeschüchtert davon, dass Jungwirth beeindruckt, wie ein Zombie alles überlebt hat und immer weiter nach vorne gelaufen ist und halt einfach, er hatte kein Mittel scheinbar in seinen Augen in dem Moment, obwohl er so viel Schaden generiert hat. Also Langer vielleicht ein potenzieller Mann für dich oder immer noch Vemola? Tendenziell ist jeder aus dem Halbschwergewicht natürlich ein potenzieller Gegner. Aber wie gesagt, wir arbeiten so lange an diesem Vemola-Kampf. Der Terminator versus Terminator-Kampf muss kommen. Ich habe so viele Superfights reingeschoben, einfach um aktiv zu bleiben, wie ich schon vorhin gesagt habe. Ich denke, es ist an der Zeit, Vemola zu kämpfen. Ihr habt das Poster schon vor Augen. Ich glaube, das wird geil. Ich auch, auf jeden Fall. Danke, Chris. Danke dir. Stefan, danke. Danke. Christian, alles gut, Elias. Hast du manchmal im Training auch, oder? Ja, bei Oali heißt ich auch manchmal Christian, ja. Danke dir.